Du, Halbprobi, Halbprobi, bleib mal. Hey, es tut mir leid. Hamilton! Sorry, Entschuldigung, danke. Alles okay bei dir? Bist du bereit? Ja, sorry, heute ist einfach der Wahnsinn. Wow. Vier Mannschaften dürfen sich noch Hoffnungen machen. Es ist Halbfinalzeit. Wer schafft den Sprung ins Endspiel? Und wir zeigen sie Ihnen live aus der Live. Jetzt hier in Farbe und Bunt. Was ist jetzt von Fans, oder? Cool. Herzlich willkommen in Paris. Herzlich willkommen im legendären Parc des Princes. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Heute erleben wir hier das Halbfinale der UEFA Champions League. Paris Saint-Germain gegen Chelsea. Halbfinale, Wolf. Nimm mal eine Nase voll. Wir können das Endspiel riechen. Und ich glaube, genau das ist die große Gefahr. Du musst einen Schritt nach dem anderen gehen. Von Spiel zu Spiel denken. Sonst kommt ganz schnell das Aus. Jetzt messe ich schon bei Paris Saint-Germain auf, finde ich cool. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Sergio Ramos. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzuhalten. Neymar, Messi, Mbappé. Wenn es irgendeinen Beweis braucht, dass Erfolg doch ein Stück weit zumindest planbar ist, dann findet man ihn in Paris, ne? Also zumindest national würde ich das mal unterschreiben. Seit PSG von Investoren unterstützt wird, läuft es ja wirklich in der Ligue 1. 4 Titel in Folge, das ist eine Ansage. So wird Chelsea heute beginnen. Sie haben sich für ein 5-2-3 entschieden. Moderne Taktik, hinten kompakt, Mittelfeld eher ein bisschen ausgedünnt. Da gibt man Lukaku, Kanté. Nadelstiche zu setzen. Die Runde ist eröffnet. PSG hat angestoßen. Sieht echt gut aus. Ich habe gehört, dass nur die Next-Gen-Versionen aufpoliert wurden. Jorginho Wijnaldum. Oh. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Heute hängt wieder vieles, wie immer eigentlich, an Lionel Messi. Seine Stärken hat er natürlich im Abschluss. Vor dem Tor ist er eiskalt, da nutzt er nahezu jede Chance. Was war das eigentlich für ein Schuss? Junge, Junge. Jorginho.
Kanté. Ballbesitz Lukaku. Oh. Chelsea mit dem Angriff. Oh Gott, Junge! Kanté. Oh, gehalten! Unglaublich, was für eine Parade! Das war knapp. Die Ecke kommt rein. Da ist der Ball erstmal raus. Ich bin kein guter FIFA-Spieler, das sage ich gleich mal dazu, wie man auch sieht. Mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Kurze Ecke. Abgeblockt. Eine weitere Ecke. Na kommt. Schießt mir ein Tor. Kurz auf. Ben Chilwell. N'Golo Kanté. Gut verteidigt. Oh. Oh. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Die Chance. Da ist das Tor, Bima. Wieder mal, ein tolles Tor. Das ist schon beeindruckend, wie er das macht. Durch einen perfekt gespielten Konter. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden. Ja. Auch ein bisschen Glück hier nach zwei riesen Chancen für Chelsea. Chelsea immer wieder mit diesen coolen Pässen. Oh, da machen sie Druck. Jetzt vielleicht die Chance. Und wieder super. Oh, Upset. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Ja, da ist die Fahne oben. Ganz knappe Entscheidung. Naja, so knapp ist die ohne. Und Lukaku. Oh. Mason Mount. Das war, glaube ich, jetzt hätte er Platz zum Flanken. War, glaube ich, faul. Sie erhalten den Einwurf. Aber kein Foul? Okay. Könnte gefährlich werden. Gut, wie er den Ball abblockt. Platz zum Kontern. Ferrati, klasse. Niemauer. Klasse gespielt. Wieder guter Konter hier. Nach wie vor lebt diese Chance. Und genau. Erneut das Tor. Und besser könnte dieses Halbfinale ja gar nicht laufen. Zwei Tore nun schon, die Führung. Das war die Wiederholung vom ersten Tor. Nur andere Seite. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse. Nutzen perfekt diese 2 gegen 1 Situation. Die Stimmung ist schon mal gut im Stadion. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Keine Unterbrechung. Vorteil für den FC Chelsea. Muss aufpassen hier. Christian Pulisic. Oh. Da macht er zu. Donnarumma. Wird Ball. Mbappé. Oh, Glück. Das macht er gut. Neymar. Vielleicht ist Halbprofi ein bisschen leicht, aber du meinst, du bist nicht so leicht. Aber vielleicht ist es, weil es eine gute Mannschaft ist.
Leichtes Spiel für Paris Saint-Germain heute und ein komfortabler Vorsprung. Und das Ding können sie ganz entspannt machen. Ja, der Tormann aber auch ein bisschen komisch, aber egal. Neymar feiert sein zweites Tor. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Messi. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Und das macht er schlecht. Da der Spieler. Ferrati. Oh. Ferratis Pass landet beim Gegenspieler. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Ja, das war zwar nicht gerade gut gespielt, aber egal. Danke für den Ball. Und nun Ferrati. Da ist Mbappé. Lionel Messi. Messi mit der Flanke. Wow. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Was für ein Tor, Alter. Nochmal die Wiederholung des Tors. Zunächst die Flanke und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Der Flugball. Geiles Tor von Ghana. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Ja, bisschen langweilig hier. Spannung kommt nicht auf, Leute. Tut mir leid. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Aber warte mal. Vielleicht kann ich ja auf Profi noch ändern hier. Hier oben vielleicht. Nee. Hier nicht. Aber warum nicht? Will ich echt gern hier. Vielleicht bin ich wieder nur blind. Ja, wahrscheinlich bin ich nur blind. Oder man kann halt unter dem Spiel nicht wechseln. Gibt hier bislang klar den Ton an in dieser Begegnung, vor allem was den Ballbesitz angeht. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut aber jetzt erstmal Augen auf. Tor für PSG. Messi war das, glaube ich. Was war denn das für ein Tor, Alter? Junge, 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 Junge. Schauen wir nochmal auf die Entstehung dieses Tors. Erst der Steilpass. Und dann kann Lionel Messi das Tor. Warum kommt denn der Tormann nicht raus? Kann seine Stärke ausspielen. Das ist eine tolle Aktion. Es war. Ja. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Ja, das ist viel zu leicht. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Ja, habe ich verschrien. Ja, 5:0 ist nicht normal. Ben Chilwell. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Neymar. Wow. Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seil.
Ballfallzieher macht das. Akrobatisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Mbappé. Technik. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores. Da ist die Flanke. Und dann schlägt Kylian Mbappé eiskalt zu aus kurzer Entfernung. Ein bisschen Glück war dabei. War man fast gehalten hier. Gleiches Halbzeit. Erste Halbzeit. Halbzeit. Und der Spielstand ist schon etwas überraschend. Ja, finde ich auch. Ganz einfach gefragt, Buschi. Ist das Spiel nach den ersten 45 Minuten schon entschieden? Es sieht zumindest so aus. Die Führung ist ja recht eindeutig. Ich weiß nicht, ob man das in 45 Minuten noch umbiegen kann. 6-0? Schwer. Die Runde ist eröffnet. PSG hat angestoßen. Gut. Oh, jetzt neue Übersicht. 53% Ballbesitz haben wir. 5-4 Schüsse und 6 Tore. Ich hätte echt gern jetzt hier. Ich will umstellen auf. Vielleicht Grundsteuerung? Nee. Das hat nichts. Das hat alles nur hiermit zu tun. Bedienungshilfen könnt ihr ausschalten. Das bringt auch nichts. Ja, ist leider so. Da habe ich einen Fehler gemacht, dann misst jetzt durch. Audio, visuell und Kamera bringt mir gar nichts. Gut, dann spielen wir die zweite Hälfte. Und schießen noch 6 Tore. So, der Schiri pfeift wieder an. Wir machen weiter in diesem UEFA Champions League Halbfinale, das bislang nun wirklich nicht enttäuscht. Nee, wenn man Paris schon mal fein ist, nicht. Pulisic. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Das war nicht gut. Mount. Da kommt die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Oh. Ball verloren. Schön, Pulisic. Ball kommt hart, Ball kommt mit jeder Menge Druck, aber drüber. Den Versuch war es wert, aber sie werden am Ende nicht belohnt. Was hat man da? Halb der Runde geht er drüber. Was mich ist, man hat viel mehr Sequenzen als beim vorigen Teil, kommen wir vor, zwischendrin, also wie Abschluss und so weiter. Aber ich habe früher, ich drücke normalerweise immer alles weg, aber das hat's nämlich jetzt für euch. Mbappé. Ja. Sie verlieren den Ball. Kanté. Ich glaube, sie sind ein bisschen stärker geworden, abseits. Ist da im Abseits. Etwas zu früh gestartet, abseits sah gefährlich aus, aber sie ganz klar abseits, ganz klar abseits. Oh, jetzt haben wir eine Auswechslung weggedrückt. Tut mir leid, Leute. Ich stehe hier mit einer Fünferkette jetzt hinten. Ronaldo. Messi. Da kommen wir fast nicht mehr durch. Er steht gut und holt sich den Ball. Oh, warum läuft das so langsam? So, Konterchance, vielleicht jetzt. Jetzt haben sie den Ball wieder. Abseits. Klasse gemacht. Abseits, überhaupt kein Grund zur Aufregung. Gefahr ist erstmal bereinigt. Ah, das war eng, das war knapp. Den Lauf müssen sie besser timen. Dann wird es hier richtig gefährlich. So kann die Abwehr durchatmen. Das Teil. Schauen wir mal, was Gutes reinwechseln können. Dir Marie, Icardi. Scheiße, das sind drei Offensive Mittelfeld.
habe ich mir mal raus und zu Draxler rein, auch wenn er da nicht unbedingt hingeht, aber ich glaube, der kann auch zentrales Mittelfeld spielen, zumindest ein bisschen. Und Diamarie, nehmen wir nur mit Draxler rein. Timing hat nicht gepasst. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Kante. Kerlam hat's nur durch. Ja? Und Azpilicueta. Ich kenne echt nicht viele. Um zu flanken. Ballbesitz ist weg. Fußballnamen und wenn dann meistens aus Österreich und natürlich Stars, aber da auch nicht alle. Messi mit dem Ballverlust. Wie gesagt, weil ich halt nicht der größte Fußballfan bin, aber ich spiele gern FIFA. Aber wenn dann auch meistens nur eine Saison. Gut gespielt. Weiter gefährlich nach dieser Parade. In Online-Modus. Er holt sich vorne den Ball. Sieht gut aus für F. Und der passt. Romelu Lukaku. Also FUT. Spiele ich selten, ne? Weil ich eigentlich kein Geld ausgebe für die Karten. Da ist der Abwehrspieler machtlos. Was will er da machen? Der geht einfach vorbei. Ein unfassbarer Zug zum Tor. Den dafür bin ich zu schlecht und verliere online viel zu viel. Ich weiß, dass viele das mögen von euch, dass man die Karten aufmacht, aber ja. Wenn man die Karten nicht behalten würde, aber die verlieren die Gültigkeit, wenn man es kauft, nach einem Jahr. Und torreich und einseitig, so kann man das Spiel bisher ja zusammenfassen. 6:1 jetzt. Wenn, dann erspiele ich mir Spielgeld und das braucht auch ewig. Ja, abgefangen, dieser Pass von Neymar. Thiago Silva jetzt. Da können sie kontern. Kante. Und die zweite Halbzeit einiges besser als erste. Kommt mal vor. Jetzt Rames. Geht dazwischen. Mbappé. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Das der ist doch jetzt da. Aber der Spieler blockt den Ball ab. Unnötiger Ballverlust. Das war jetzt ein Dreck. Das weiß ich auch noch, wie das geht. Er ist aber nicht reingegangen. Zu überheblich. Zu überheblich. Ja, komm. Na komm schon. Guter Zweikampf. Jep. Gut ja, abgewehrt. Nehmer, komm. Oder los, Nehmer. Und dann lass das erst so ausspielen. Es ist ja. Gut, okay, dann holen wir jetzt doch noch die Marie rein. Und Icardi, sag mal, bäh. Bisschen frisch. Gleich. Die letzten Minuten. Ballverlust von Kanté. Jetzt Ferrati. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Das war nicht gut gespielt, nicht gut gespielt. Azpilicueta jetzt. Was war denn das für ein Pass? Junge. Jetzt Rames. Meine. Er geht dazwischen. Hakimi jetzt vielleicht über den Flügel. Lionel Messi. Gute Aktion. Warum spielen die so komisch zurück? Rüdiger. Der Rüdiger. Das ist Ziyech. Und jetzt Lukaku. Ziyech. Oh. Am Ball Jorginho. Oh. Jorginho. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Wird der Fehlpass hier. Zweite Halbzeit langweilig.
Niemand kann ihn aufhalten. Ja, gutes Dribbling. Schaut so aus. Da ist die Flanke. Um ein Haar der Doppelpark, aber schön gehalten. Mit keinem eingewechselt. Das war's für heute. Damit ist Paris Saint-Germain im Finale. Das war ein überzeugender Auftritt, kann man nicht anders sagen. Der Finaleinzug absolut verdient. Und in dieser Form haben sie im Endspiel beste Chancen. Kylian Mbappé kann heute mit sich zufrieden sein. Kylian Mbappé. Gute Ideen hier. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. So, das schauen wir uns jetzt nicht an. Wer war eigentlich der Beste? Das war hier Neymar, Mbappé, Messi nicht mal so gut. Okay. Jo. Da sind wir. Gut, das war's jetzt auch. Ja. Austria Wien, hier seht ihr meinen Lieblingsverein. Wird von Alten übernommen, finde ich ja irgendwie lustig. Das Ultimate Team. Wie gesagt, spiele ich selten. Hier haben wir oben E-Play Test Version. Ich kann mich 10 Stunden spielen, weil ich ja ein Game Pass Konto habe. Aber ja, Ultimate Team, das Herzstück für viele. Ich spiele am liebsten dann hier. Ich komme da wieder raus. Nein. Nein. Naja, egal. Ja. In my mind. Kann ich hier ein normales Team spielen? Oh ja, hier. Neue Karriere Pro Club Season. Das sind halt, die Sachen, die man spielen kann. Ich würde jetzt hierher gehen, mir die österreichische Liga holen und Austria Wien spielen. Ja, das war's mal damit angespielt. Das muss reichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, viele sind heiß auf FIFA 22. Ich weiß nicht, ob ich mir holen werde. Wahrscheinlich eher nicht. Dafür spiele ich zu wenig FIFA. Trotzdem mit 6-1 zu gewonnen. Wenn es euch gefallen hat und jetzt sagt und ihr schreibt ihm, dass ihr wollt, dass wir doch spielen, dann schreibt es in die Kommentare. In dem Sinn, Baba.